Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um einen Vermisstenfall aus den USA. Derek Seehausen stand kurz vor dem Beginn seines letzten Studienjahres an der University von Southern California und hat beschlossen, sich auf Anästhesiologie zu spezialisieren. Der 26-Jährige war immer ein hervorragender Student gewesen und gehörte zu den Besten seines Jahrgangs. Sowohl beim MCAT als auch bei der Zulassungsprüfung hatte er zu den besten 1% des Landes gehört. Seine Zukunft sah rosig aus, bis er am Abend des 5. August 2014 aus seiner Wohnung ging und spurlos verschwand. Derek hatte den frühen Teil des Abends mit Freunden verbracht, verließ die Gruppe aber gegen 21 Uhr, weil er am nächsten Morgen früh aufstehen musste, um zur Arbeit zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt schien ihm nichts zu fehlen. Er war gut gelaunt und benahm sich wie ein normaler Mensch. Er sagte seinen Freunden, dass er sie später in der Woche sehen würde, wenn die Vorlesung beginnt. Und sie nahmen an, dass er zurück in seine Wohnung im Stadtteil Echo Park in Los Angeles, Kalifornien ging. Als Derek dann keinen seiner Kurse besuchte, begannen sich seine Freunde Sorgen zu machen, dass etwas nicht stimmte. Er war noch nie der Typ, der den Unterricht schwänzte, und es war ungewöhnlich, dass er keinen Kontakt zu seinen Freunden hatte. Einer seiner Freunde beschloss, seine Eltern zu Hause in Pennsylvania anzurufen, und sie waren erschrocken, als sie erfuhren, dass Derek vermisst zu werden schien. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, ihn zu erreichen, riefen seine Eltern die Polizei. Die Polizei fand in Dereks Wohnung nichts, was auf ein Verbrechen schließen ließ. Es sah so aus, als wäre er einfach zur Tür hinausgegangen und hätte all seine Habseligkeiten zurückgelassen. Seine Schlüssel, sein Telefon, sein Portemonnaie und sein Laptop befanden sich noch in der Wohnung. Allerdings fehlte sein staatlicher Ausweis in seinem Portemonnaie. Nachdem in Dereks Wohnung keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort gefunden wurden, beschafften sich die Ermittler das Videomaterial der Überwachungskameras in der Umgebung. Nachdem sie sich stundenlang durch das Videomaterial gewühlt hatten, gelang es ihnen schließlich, Dereks Bewegung in der Nacht, in der er zuletzt gesehen wurde, zu rekonstruieren. Um 22.33 Uhr, mehr als 90 Minuten nachdem er seinen Freunden gesagt hatte, er würde nach Hause gehen, wurde Derek in einem nahegelegenen Pfandsupermarkt gesehen. Dort hob er an einem Geldautomaten $200 von seinem Bankkonto ab und kaufte dann Milch und eine Schachtel Müsli. Er war nur etwa 5 Minuten in dem Geschäft, bevor er es verließ, vermutlich um nach Hause zu gehen. Die Milch und die Cornflakes wurden in seiner Wohnung gefunden. Die Cornflakes-Schachtel war zwar geöffnet, die Milch jedoch noch versiegelt. Das Bargeld, das er abgehoben hatte, wurde nicht gefunden. Es wird angenommen, dass er es mitgenommen hat. Etwa eine Stunde später, um 23.34 Uhr, verließ Derek seine Wohnung erneut, um einen Freund zu besuchen, der in der Nähe wohnte. Der Freund hatte Derek einen Schlüssel zu seiner Wohnung gegeben, damit Derek dort lernen konnte, während der Freund nicht in der Stadt war. Derek gab den Schlüssel zurück und verließ dann sofort die Wohnung. Nachdem Derek die Wohnung seines Freundes verlassen hatte, ging er offenbar zurück in seine Wohnung. Um 23.54 Uhr benutzte er eine App auf seinem Handy, um einem Freund Geld zu schicken, der ihm etwa $300 geliehen hatte, um seine Studiengebühren zu bezahlen, bevor sein Check für das Studentendarlehen eintraf. Derek hatte sich bereit erklärt, das Geld nach seinem Abschluss zurückzuzahlen. Es ist unklar, warum er sich entschloss, es zu diesem Zeitpunkt zurückzuzahlen. Sein Freund war überrascht, dass Derek das Darlehen so schnell zurückgezahlt hatte. Er schrieb ihm am nächsten Morgen eine SMS, um sich zu erkundigen, erhielt aber keine Antwort. Da Dereks Handy in seiner Wohnung zurückgelassen wurde, kann davon ausgegangen werden, dass Derek in der Wohnung war, als er das Telefon zur Rückzahlung an seinen Freund benutzte. Danach verließ er seine Wohnung zum letzten Mal. Um 23.45 Uhr wurde er von einer Überwachungskamera erfasst, als er auf dem Sunset Boulevard nach Westen ging. Dann überquerte er die Alvarado Street und ging in Richtung Norden. Das letzte Überwachungsvideo von Derek wurde um 12.02 Uhr aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt war er immer noch auf der Alvarado Street in Richtung Norden unterwegs. Es ist unklar, wohin er danach ging. Er hätte 6 oder 7 Minuten gebraucht, um die nächste Überwachungskamera zu erreichen, aber so weit ist er nicht gekommen. Die Ermittler überprüften das gesamte Überwachungsmaterial in diesem Gebiet, aber es gab keine weiteren Sichtungen von Derek. Dereks Route hätte an 4 verschiedenen Bushaltestellen vorbeigeführt. Es ist also möglich, dass er in einen Bus eingestiegen ist. Es ist auch möglich, dass er von jemandem abgeholt wurde oder ein Taxi gerufen hat. Leider sind die Busse der LA Metro zwar mit Überwachungskameras ausgestattet, aber die Videos werden nach 72 Stunden gelöscht.
Als Derek vermisst gemeldet wurde, waren alle Aufnahmen von der Nacht seines Verschwindens bereits gelöscht worden. Die Ermittler erkundigten sich bei den Taxiunternehmen, die in der Gegend, in der Derek zuletzt gesehen wurde, tätig waren. Keines von ihnen hatte in der fraglichen Nacht ein Taxi dorthin geschickt. Obwohl die Ermittler keine Beweise für eine Straftat hatten, verwirrte sein Verschwinden seine Familie und seine Freunde. Freunde bemerkten, dass Derek in der medizinischen Fakultät erfolgreich war und er sich auf seine Zukunft gefreut hatte. Sie konnten nicht glauben, dass er alles, wofür er so hart gearbeitet hatte, einfach aufgeben würde. Er war ein Mensch, der das Leben liebte und es gab keine Anzeichen von Unglücklichsein oder Depression. Ursprünglich wollte Derek orthopädischer Chirurg werden, wurde aber dann daran gehindert, weil er unter Plantar Fasciitis litt, einer schmerzhaften Fußerkrankung, die die Fersen seiner Füße betraf. Aus diesem Grund konnte er nicht über längere Zeit stehen, was für einen Chirurgen eine Notwendigkeit ist. Obwohl er anfangs etwas enttäuscht war, beschloss er, in die Anästhesiologie zu wechseln und schien mit seiner Wahl zufrieden zu sein. Er hatte einer Reihe von Leuten erzählt, dass er mit dem Programm zufrieden war und sich auf den Beginn seiner Karriere freute. In der Woche nach seinem Verschwinden hatte Derek eine Dinnerparty geplant und in den Weihnachtsferien wollte er mit Freunden nach Costa Rica reisen. Er hatte mehrere Online-Einkäufe getätigt, die erst nach seinem Verschwinden eintrafen und mit seiner Mutter hatte er bereits Pläne für den Schulabschluss besprochen. Es gab keine Anzeichen dafür, dass er sich darauf vorbereiten könnte, aus seinem Leben zu verschwinden. Seine Familie war über sein Verschwinden am Boden zerstört. Derek, der in der Gegend von Philadelphia geboren und aufgewachsen war, war eines von 5 Kindern. Er hatte ein enges Verhältnis zu seiner Familie und rief oft zu Hause an, meist um ihnen zu sagen, wie sehr er das Leben in Kalifornien liebte. Seine Eltern hatten sich mit der Tatsache abgefunden, dass Derek nie wieder nach Pennsylvania zurückziehen würde. Er hatte sich in die Westküste verliebt und hatte nicht vor, sie zu verlassen. Derek war schon immer sehr sportlich gewesen und liebte alle Arten von Outdoor-Aktivitäten. Er liebte es zu zelten, zu wandern, zu surfen und zu tauchen. Und er ließ sich von seiner Krankheit nicht aufhalten. Er hatte einmal an einem Ironman-Triathlon teilgenommen und den 5. Platz belegt. Er war in hervorragender körperlicher Verfassung. Auf seiner Facebook-Seite postete er oft Bilder und Videos von seinen Unternehmungen und er schien immer absolut lebensfroh zu sein. Da seine Freunde wussten, dass Derek gerne draußen war, verbrachten sie Stunden damit, auf verschiedenen Wanderwegen und Campingplätzen in Südkalifornien Zettel mit seiner Vermisstenmeldung auszulegen. Sie sprachen mit jeder Person, die ihnen begegnete, und baten sie, anzurufen, wenn sie jemanden sahen, der Derek ähnelte. Wenn er wirklich verschwinden und mit niemandem sprechen wollte, waren sie bereit, seinen Wunsch zu akzeptieren. Sie wollten einfach nur wissen, ob es ihm gut ging. Die Ermittler gingen alle Daten auf Dereks Computer durch, fanden aber nichts, was darauf hindeutete, dass er an ein Verschwinden gedacht hätte und ähnliches plante. Er hatte keine Busfahrpläne recherchiert oder versucht, Flugtickets zu kaufen und er hatte seinen Reisepass in seiner Wohnung zurückgelassen. Er schien seinen Computer hauptsächlich für seine Schularbeiten zu nutzen. Er griff auf ein paar Social-Media-Websites wie Reddit und Facebook zu, aber der Großteil seiner Internetnutzung war medizinisch bedingt. Es wurde nichts gefunden, was darauf hindeutete, dass er mit irgendjemandem Ärger hatte. Es sah nicht so aus, als hätte Derek irgendwelche Feinde, die ihm etwas antun wollten. Da es keine Beweise gab, die in eine bestimmte Richtung wiesen, waren die Ermittler geneigt zu glauben, dass Derek freiwillig verschwunden ist. Einen Monat nach dem Verschwinden von Derek wurde er möglicherweise in einem Bus der Los Angeles Metro gesichert. Ein LAPD-Detektiv war auf der Suche nach einem Verdächtigen in einem anderen Fall, als er am 5. September jemanden sah, von dem er annahm, dass es sich um Derek handeln könnte. Eine weitere mögliche Sichtung erfolgte am 10. September, als jemand auf dem Pacific Coast Highway in der Nähe von Solana Beach einen Mann sah, auf den die Beschreibung von Derek zutraf. Der Zeuge bemerkte, dass der Mann scheinbar schlurfend ging. Thomas Martin, ein von Dereks Familie beauftragter Privatdetektiv, glaubte, dass es sich bei dieser Sichtung tatsächlich um Derek handelte. Seine Fußkrankheit könnte für den schlurfenden Gang verantwortlich sein. Wie die Polizei glaubte auch Martin nicht, dass Derek Opfer eines Verbrechens geworden ist. Wenn Derek verschwinden wollte, war er sicher klug genug, dies zu tun, ohne eine Spur zu hinterlassen. Seinen Freunden und seiner Familie fällt es schwer zu glauben, dass er einfach weggehen und irgendwo ein neues Leben beginnen würde, ohne sie wissen zu lassen, dass es ihm gut geht. Und nichts deutet darauf hin, dass er selbstmordgefährdet war. Obwohl Derek nie den Anschein erweckte, in der Schule oder bei der Arbeit gestresst zu sein,
ist es möglich, dass er es einfach nur zu gut versteckt hat. Wenn er eine Art mentalen Zusammenbruch hatte, könnte dies dazu geführt haben, dass er alles hinter sich gelassen hat. Möglicherweise weiß er zu diesem Zeitpunkt nicht einmal, wer er ist und braucht medizinische Behandlung. Dereks Freunde und Familie haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass er noch am Leben ist. Viele seiner Freunde posten weiterhin Nachrichten auf seinem Facebook-Account, um ihm mitzuteilen, wie sehr sie ihn vermissen und um ihn zu ermutigen, nach Hause zu kommen. Vor allem wollen sie einfach nur wissen, ob es ihm gut geht. Derek wird nun schon seit 10 Jahren vermisst. Obwohl einige glauben, dass er höchstwahrscheinlich Selbstmord begangen hat, wurde seine Leiche nie gefunden. Der Privatdetektiv Thomas Martin, der das Verschwinden von Derek umfassend untersucht hat, ist sich sicher, dass er keinen Selbstmord begangen hat. Im Jahr 2019 kündigte er an, dass er eine Belohnung in Höhe von $25.000 für Hinweise ausloben würde, die zum Auffinden von Derek oder seiner Leiche führen. Derek Seehausen war 26 Jahre alt, als er 2014 verschwand. Er hat haselnussbraune Augen und braunes Haar. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er 1,80 Meter groß und wog 180 Pfund. Er wurde zuletzt mit einem kastanienbraunen T-Shirt, karierten Shorts, einem schwarzen Kapuzenpulli, einer schwarzen Jacke und grünen, türkisfarbenen und schwarzen New Balance Turnschuhen gesehen. Ja, das ist eine gute Frage, was in dem Fall passiert ist. Jung, erfolgreich, anscheinend keinerlei Probleme und dann freiwillig verschwinden. Das ist natürlich dann schon etwas merkwürdig. Aber Selbstmord gefährdet war wohl auch nicht und es gibt keinerlei Spuren für ein Verbrechen. Was mir hier so ein bisschen gefehlt hat, ist einfach der Punkt mit einer Beziehung. Hatte er eine Beziehung? Hatte er Beziehungen? Oder was war da los? Konnte da vielleicht irgendwo der Grund stecken, dass er gegangen ist? Und was eben schon angedeutet wurde, gibt es vielleicht irgendetwas, was bewirkt hat, dass er gar nicht mehr weiß, wer er ist? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.